Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, ich habe schöne Löckchen. Und zwar zeige ich euch in diesem Video, wie ich diese Löckchen gemacht habe. Ich weiß nicht, ob euch auffällt, ich habe zwei verschiedene Löckchen auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Dieses Video ist wieder in Kooperation mit Babyliss Schweiz. Ich hatte die große Ehre, als erste in der Schweiz den neuen Curl Secret Digital Sensor auszuprobieren. Dieser gehört zu der Reihe von Digital Sensor. Babyliss hat ja verschiedene Produkte rausgebracht und bringt noch raus. Und zwar, was ist das? Ich habe schon vor 3 oder 4 Jahren schon mal ein Video gemacht zu einem Curl Secret. Das kann ich euch hier mal verlinken mit meiner Schwester dazu mal nach. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das war mega lustig und wir hatten mega Freude dran. Und dieses Mal habe ich die allerneueste Version bei mir. Und zwar, wie ihr seht, ist diese noch neu eingepackt. Ja, das heißt, die ist für dich, für eine, für euch. Wie immer bei meinen Babyliss Videos sind die so nett und ich darf eins verlosen. Schaut bis zum Schluss das Video, dann erfahrt ihr, wie ihr das gewinnen könnt. Wenn ihr das aufmacht, findet ihr hier den Curl Secret Digital Sensor mit 2 Aufsätzen. Ja, der hat 2 Aufsätze. Einmal einen in Pink, der ist wunderschön. Und ich zeige euch nachher, welche Seite ich mit welchem Aufsatz gemacht habe. Was ich absolut toll finde, dieses Mal hat es auch diese Tools dabei. Das heißt, viel solche Spänkchen, so Styling-Spänkchen, dass ihr, das ist wie die, beim Friseur, so richtig professionell, dass ihr die Haare aufstecken könnt. Und absolut cool, dieses Mal ist ein Kamm dabei, ein Toupierkamm. Und mit diesem Ende ist es super, dann braucht ihr gar nichts. Ihr müsst keine extra Tools für dieses Gerät also haben, kein Kamm, nichts, weil das kommt alles schon im Set dabei. Natürlich ist dies auch dieses Mal wieder diesen Aufbewahrungsbeutel dabei. Hier zeige ich euch mal den Curl Secret von Nan. Hier habt ihr den Einschaltknopf, dann seht ihr, hier stellt sich das ein. Hier seht ihr sogar, erkennt, welchen Aufsatz ihr drauf habt. Dann habt ihr hier 3 verschiedene Temperaturen. Wir haben die erste Stufe, das wäre für feines und strapaziertes Haar. Das wären einmal 190 Grad, einmal die zweite Stärke, sieht das, leuchtet gerade unten dran, dann ist das gut verständlich, wo ihr seid. Das sind 200 Grad für normales Haar und Nummer 3, das wären 210 Grad für kräftiges oder gewelltes Haar. Und dann hier habt ihr sogar noch die Möglichkeit, dass ich die Locken auf rechts oder auf links drehe oder automatisch, dann macht ihr das selber. Wie ich euch schon gezeigt habe, kommt der Curl Secret mit 2 Aufsätzen. Das heißt einmal dieser Aufsatz, den ich jetzt drauf habe, das ist für enge Locken, das sind 25 mm. Und einmal dieser Aufsatz, das geht ganz super schnell, um zu wechseln, das sind für sanfte Wellen und mehr Volumen. Mit dem habt ihr 35 mm. Fangen wir gleich mal an. Ich werde euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Eben die eine, wie ihr seht, also die Locken sind größer und diese sind 1 cm enger. Sieht lustig aus. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Bleibt dran, ich werde das genauer zeigen. Welche Seite gefällt euch am besten? Wie ihr seht, ist das super schnell gegangen und es war kinderleicht. Welche Seite gefällt euch besser? Diese Seite, die habe ich mit diesem Aufsatz gemacht, der engere Löckchen macht, 25 mm. Oder der mit dem rosa Aufsatz, der macht 35 mm. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt diese Seite besser, aber auch diese ist nicht schlecht. Nein, ich denke, diese Seite gefällt mir ein bisschen besser und ich muss sagen, es war wirklich super schnell. Wie ich gesagt habe, ich habe ja schon ein Video gemacht mit meiner Schwester vor ganz vielen Jahren. Dort habe ich sie gestylt mit dem anderen, mit dem älteren Curl Secret und der war auch super, nur der Digital Sensor, der ist noch intelligenter geworden, das heißt, es geht noch einfacher und noch schneller, da er sich automatisch die Temperatur anpasst. Ich bin mega happy und jetzt kommen wir natürlich zur Verlosung. Möchtest du auch einen super tollen Curl Secret von Digital Sensor von Babyliss gewinnen? Dann lass mir unten einen Kommentar. Lass mir einfach einen netten Kommentar da und dann werde ich auslosen. Unter der Infobox wird auch stehen, bis wann die Verlosung läuft und wer denn gewonnen hat. Ich danke Babyliss Schweiz, dass ich als erstes austesten durfte. Ich hatte immer Freude, ihr wisst ja, was Haare, alles was um Haare geht und so.
habe ich mega Spaß dran. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.